Ja, Niki, stehen wir hier mit Familienvans. Der vollelektrische VW ID. Buzz mit 204 PS tritt gegen den Hyundai Staria mit 177 Dieselpferdchen an. Welcher Van gewinnt das Grip Battle? Come on! Baby, baby, baby! Das ist jetzt schon krass, ne? Dass der ID. Buzz gewonnen hat. Der Hyundai hat gewonnen, Matthias. Der Hyundai hat gewonnen, weil ich am Steuer saß. Kann es sein, dass es vielleicht auch ein bisschen an den Bedingungen gelegen hat? Nee, ich war am Steuer. Deswegen hat er gewonnen. So schaut's aus. Auf jeden Fall unglaublich. Aha. 36 Stunden vorher. Drehstart für das große Van-Battle in 4 Challenges. Auf dem Gripodrom in Mendig. Ja, Niki, stehen wir hier mit Familienvans. Ja, soweit ist es jetzt. Bedingungen werden mega zum Driften und alles irgendwie cool zu machen. VW ID. Buzz, Niki. Hyundai Staria. Für 7 Personen habe ich Platz. Und du? Ja, ich 5. Und das Ganze machen wir alleine, oder was? Sollen wir jetzt Kofferräume auslitern oder was? Ja, und irgendwie Probe sitzen hinten, ob Platz ist oder so. Gar keinen Bock auf die Kisten. Ja, mei, was hilft uns? Ja, aber wenn wir es so machen, wie es Grip-Style ist, einfach so. Die werden halt hart drangenommen. Alles, was geht. Drag Race, schnelle Runde und so weiter? Ja, Vollgas, Driften, alles, was dazugehört. Ja, okay. Ja, das müssen sie auch kennen. Ja, das klingt nach einem Plan. Oder? Ja. Ja, dann also, würde ich sagen. Drag Race. Der anderen Art, Untergrund. Untergrund Schnee. Bisschen rutschiger, oder? Der Auftakt zu 4 Challenges. Viertelmeile machen wir, oder? Nee, wir machen Halbmeile. Niki, deiner fährt ja 185, ne? Ja, den fahrt er halt. Meiner fährt nur 145. Könnte halt sein, dass wir... Lass der Punkt auf jeden Fall an mich gehen. Lass gerecht. Wir fahren immer Viertelmeile. Fahren wir diesmal auch Viertelmeile, okay? Also, fahren wir mit dem Drag Race an? Jo, weil die Bedingungen sind etwas anders da. Genau. Schnee und Eis? Ja. Komm, scheiß drauf. Los geht's. Ich hab die Fahrerhandschuhe schon an. Drag Race auf Schnee ist immer gut, finde ich. Genau. Weil da ist der Fahrer auch so ein bisschen gefragt. Das Problem an der Konstellation, die wir jetzt haben, ist so ein bisschen Allradantrieb im Hyundai gegen Heckantrieb im VW. Ich denke auf jeden Fall, mit meinem Hyundai Staria bin ich gut aufgestellt, denn Allradantrieb ist einfach fast durch nichts anderes zu ersetzen. Bedeutet das aber auch direkt den Sieg in dieser Van-untypischen Disziplin? 0 auf 100. Der VW ID. Buzz macht das in 10,2 Sekunden. Und der da drüben, der Staria, braucht 13,5, wenn es trocken ist. Ist es aber nicht. So, dann geht's jetzt als allererstes zum Drag Race. Allradantrieb haben wir. Dann können wir hier Drive Modes einstellen. Wir können auf Sport, was uns schon mal alles an Kraft gibt. Dann werden wir natürlich einschalten Allradantrieb. Wir wollen optimalen Grip haben. Deswegen haben wir 4 WD-Lok, also das Mittendifferenzial wird gesperrt. Wir sind ready. Rennfrei zur ersten Challenge der Family Vans. Diesel gegen Elektro. Hyundai Staria gegen VW ID. Buzz. Jawoll, ein Torpedo. Come on, baby, baby, baby. Wir haben fast keinen Schlupf. Come on, mach, 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 auf geht's. Ich bin voll drauf auf dem Gas. Oh, no, no, no! 110, 120 und wir sind 300 Kilometer vorne. Yippie-yay! Das nenne ich mal einen Sieg. Oh, man muss das auch wieder runterbremsen. Ja, was soll ich sagen, Leute? Heckantrieb gegen Allradantrieb. Allradantrieb ist durch nichts anderes zum Ersetzen als noch einen besseren Allradantrieb. Das war aller Ehren wert. Sehr gut. Sehr gut und sehr schön. Aber ich habe es nicht anders erwartet. Ich glaube, da kann ich jetzt nichts mehr wegdiskutieren. Das war relativ eindeutig. Also, ich sag mal so, Niki,
Es war knapp. Es war sehr knapp. Genau das wollte ich gerade sagen. Es war sehr, sehr knapp. Danke, danke, dass du so fair bist und das auch wirklich anerkennst. Ja, ja, ich glaube, von hier bis hier war es noch knapp. Und nein, 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 und dann, nein, 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 nein. Und dann war es aber Wahnsinn. Und jetzt mal ein Loblied an dieses Ding. Denn ich habe alles ausgeschalten, Mitteldifferenzial gesperrt. Beim normalen Allradantrieb geht eigentlich die meiste Kraft immer an ein Rad, das leer durchdreht. Also das, wo man am leichtesten arbeiten kann, das dreht halt durch. Wenn ich es mit dem Differential sperren kann, geht die Kraft immer auf die gegenüberliegende Seite. Von hinten rechts nach vorne links und von hinten links nach vorne rechts. Und deswegen habe ich zwei Räder, was antreiben. Und dann geht die ganze Kiste halt noch einige schneller voran. Das Ding fährt weg, wie wenn es fast trocken ist. Das war geil. Das war wirklich gesehen. Geil. Ich habe es leider gesehen, ja. Das ist das 1:0 für mich und meinen Hyundai Staria. Das wird der letzte Punkt sein, Niki. Nein. Doch. Nein. Doch. Weiter geht's. Das war's. Ja, ja. Lass dir mal was einfallen. Ja, ich hab mir schon was einfallen lassen. Was denn? Denn jetzt geht's weiter mit dem Design. Und die Community darf abstimmen. Vorher gibt es noch die nackten Fakten. Ich sitze heute im VW ID. Die Batterie hat eine Größe von 82 Kilowattstunden. Nutzbar davon sind exakt 77 Kilowattstunden. 150 Kilowatt, wir haben 204 PS und wir haben Heckantrieb. Das Ganze kostet über 81.000 Euro, so wie das Auto hier steht. Macht richtig, richtig Laune, das Auto. Und ist irgendwie so ein Sympathieträger. Egal, wo du damit hinkommst, alle lächeln, alle freuen sich. Und rein elektrisch macht, finde ich, in diesem Bussegment auch Sinn, weil ne, ganz viele Papas und Mamas fahren irgendwie morgens zur Kita, ne, dann geht es vielleicht noch mal zum Einkaufen, dann holt man die Kinder wieder ab aus der Kita. Das ist Kurzstreckending. Ne? Du brauchst keinen Verbrenner auf so einer Kurzstrecke. Ich finde, der sieht gut aus, ich finde, der fährt schön. Ich mag das Auto. Das war der Stromer. Jetzt kommt der Verbrenner. Ich habe einen Hyundai Staria, 4-Zylinder Turbodiesel, 2,2 Liter Hubraum, 177 PS und jetzt kommt's, Allradantrieb. Der Testwagenpreis hier liegt bei 59.100 Euro. Hyundai Staria, ich habe noch nie so richtig auf dem Schirm gehabt, aber jetzt, wo ich drin sitze, finde ich das Auto mega. Absolut übersichtlich von außen, futuristisches Design, okay, aber konventioneller Motor, ein Diesel ist drin, er fährt sich easy. Absolut zum Reisen ist er wirklich top. So, Challenge Nummer 2 ist die sogenannte Design-Challenge, Niki. Ja. Wir werden jetzt die Insta-User entscheiden lassen. Sie entscheiden tatsächlich über den nächsten Punkt. Welches von den beiden Autos gefällt Ihnen besser? Weil über Geschmack, Design lässt sich schön streiten. Wir da werden wir hundertprozentig uns nicht einig. Wir werden nicht grün. Weil für mich persönlich ist wirklich das Interessante, wir haben hier eigentlich den ja, klassischen Motor, Diesel, aber futuristisches Design. Aber richtig, genau. Future. Und da haben wir eher Retro-Design, aber Elektroantrieb. Future-Antrieb also, und Retro-Design. Ja, genau. Ja, sozusagen. Deswegen lassen wir die Zuschauer entscheiden. Genau. Wir machen jetzt ein kurzes Video, genau. Lassen das Ganze dann 2 Stunden laufen und das dann wissen wir sehr, sehr genau, welches Auto die Community cooler findet. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Wir haben mal wieder eine kleine Challenge für euch. Genau. Beziehungsweise könnt ihr entscheiden, welches Fahrzeug bei unserem heutigen Test, was wir dann irgendwann ausstrahlen werden, den Punkt fürs Thema Design bekommt. Hyundai Staria oder VW ID. Buzz? Was findet ihr cooler vom Design? Vom Design her denke ich, werde wahrscheinlich der ID. Buzz eher gewinnen, denn es ist das Gefälligere, oder? Denke ich auch. Es ist für mich ein bisschen zu viel Zukunftsmusik, was hier in dem Staria drin ist. Also das ist schon gewöhnungsbedürftig. Ich glaube tatsächlich auch, dass der VW ID. Buzz besser ankommt, designmäßig. Aber es kommt natürlich immer wieder auch mit ins Spiel, was da für ein Antrieb drunter ist. Weil das können die Leute nicht wegignorieren. Und ja, Elektro ist halt immer noch so ein bisschen, ne, finden unsere Leute, glaube ich, immer noch nicht so richtig gut. Deswegen, glaube ich, spielt das schon auch noch mit einer Rolle. Es wird auf jeden Fall spannend. VW ID. Buzz, Niki. Also jetzt von hinten finde ich ihn nicht so toll. Also von hinten wirklich nicht? Na, von hinten finde ich es jetzt einfach nicht cool. Also da muss aber ich von vorne? Von vorne halt. Und also es ist dann halt der T1 schon erkennbar, yeah. Das macht es ja, einfach genau. aus. Genau. Wenn das nicht wäre, dann den A gar nicht so finden. Aber man kann sich mit ihnen identifizieren, finde ich. Ja, aber der Staria ist halt so ein Auto, da guckst du halt dreimal hin und du weißt noch nicht, wie er aussieht. Das ist das Design, da ist damals der Captain Kirk und der Spock sind so zur Enterprise gefahren, mit diesem Auto.
Ja. So, wir haben ein Ergebnis. Das hoffentlich mir in die Karten spielt. Es gab eine Abstimmung. Ja. Es ging ums Design, VW ID.Buzz oder Hyundai Staria. Ist es die Zukunft, das Raumschiff? Oder Retro-Style. Oder ist es die Zukunft, was den Antrieb anbetrifft? Ja, oder Retro-Style einfach. Retro-Style, genau. Also, es war also, sehr, sehr knapp. 45-55% habt ihr abgestimmt. Okay, das ist aber knapp eigentlich. Es ist sehr, sehr knapp. Und zwar geht es knapp aus für den VW ID.Buzz. 55% VW, 45% der Hyundai Staria. Da ist der Ausgleich. Schau, 1-1. Das gibt's doch gar nicht. Jawohl. Das gibt's doch gar nicht. Ihr glaubt, dass der ID.Buzz mehr Punkte macht oder mehr Prozent holt oder mehr rausholt. Ist egal, Niki, Punkt ist Punkt. Hör auf zu labern. Lass uns lieber driften gehen. Okay. Hast du Bock? Ja, ihr habt voll Bock. Matthias, wir machen natürlich unseren Test voll Grip-Style, eine schnelle Runde. Wir driften, so wie es erklärt, oder? Genau, aber für die Fakten-Afficionados unter uns machen wir auch so ein bisschen nebenher Kofferraum, ein bisschen Verbrauch, ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen anders. Okay, oder? Den Rest habe ich verstanden. Was war das für ein Wort? Die Fakten-Afficionados. Die, die auf Fakten stehen, die auch wirklich wissen wollen, welcher Bus ist denn jetzt besser. Wir kommen zum Thema Variabilität. Ich habe 5 sehr, sehr großzügige Sitzplätze und dazu einen riesengroßen Kofferraum. 1.121 Liter. Wie? Hat der Kofferraumvolumen, wenn 5 Leute drin sitzen? Bei mir können 7 reinsitzen. Und wenn ich da genügend Platz lasse, bei 4-7 Personen, habe ich ganze 117 Liter. Nur. Jetzt kann ich meine Sitzbank hinten weiter nach vorne tun. Und dann habe ich immerhin 431. Das Blöde ist bei mir leider, ich kann die dritte Sitzbank nicht ausbauen. Ich kann die 2 in der Mitte auch nicht ausbauen. Aber es haben 7 Leute Platz. Ich habe auch 5 sehr, sehr großzügige Sitzplätze. Aber 2 Business Class Turbo Megasitze. Du kannst in diesem Staria schlafen. Genau. Fast flach. Genau, wie in der Business Class beim Flugzeug. Und es ist einfach Wahnsinn. Also, was halt schon gut ist bei mir, ist, dass wenigstens die Sitzbank längs verschiebbar ist. Also, du kannst ein bisschen variieren hinten. Aber letzten Endes geht es darum, dass es einfach ein 5-Sitzer ist. In der dritten Challenge wird gedriftet, so wie es gehört, ja? Vielleicht. Die optimale Voraussetzung dafür, eine rutschige Oberfläche nämlich, ist eigentlich vorhanden. Ja, bin sehr gespannt, was es mit dem Driften gibt. Klar, das sind jetzt langweilige Familienvans, aber ganz ehrlich, wir sind bei Grip und deswegen müssen wir gucken, ob die Dinger quer gehen. Dann drehen wir in der Runde. Logo, klar. Ein Drift wäre hier kontrolliertes Übersteuern mit sanftem Übergang zurück in die Spur. Wer am weitesten seinen Van quer zur Fahrtrichtung um die Kurve zirkelt, gewinnt das Drift-Battle auf Schnee. Kann ja nicht so schwer sein. Als allererstes Traktionskontrolle und jetzt haben wir sogar noch das ESP. Das ist dann aus? Nicht ganz. Nicht ganz? Das Schlimmste ist halt, dass Rallye-Schelle am Steuer ist. Das, was mir am meisten Angst macht. Weil der kriegt jede Karre quer. Wir sind jetzt auf Sport, wo ich mir da denke, du hast jetzt schon den Sportschalter, dann hast du on top ESP plus Traktionskontrolle, wo man alles ausmachen kann, da kommt ein bisschen mehr kommen. Jetzt stell ihn halt mal quer. Du bist doch hier der Rallye-Schelle. Ich bin komplett auf dem Gas. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Mehr geht nicht, oder was? Ich stehe auf dem Gas und er macht nichts. Du musst ihm deinen Willen aufzwingen. Ja, ich zwinge hier schon sehr viel, Klammers. Ja, wir sind bekannt dafür, wirklich jedes Auto quer zu bekommen. Sage ich auch ja, sind wir imstande, aber halt nicht mit der Elektronik. Denn Traktionskontrolle und ESP greifen beim Hyundai Staria gnadenlos ein, wenn der Wagen droht auszubrechen. Safety first also bei diesem Family Van. Wer macht schon solchen Unsinn mit diesem Raumgleiter? Du riechst ja mehr mit dem Gas, du bist jetzt drauf und auch merkst du wieder, wenn das Fahrzeug gleich quer kommt und wird vorne wieder gebremst. Du kommst dann vor wie auf so einem Rodeo. Hier übersteuern. Bisschen. Und nochmal übersteuern und ein Drift von mindestens 7 Metern. Niemals, das war nicht mehr als 5 Meter. Mit grünen Augen, ganz grünen Augen gesehen. Fahr halt mal ohne den Gegenpendler da rein. Dass er sich nicht so erschreckt, weißt du? So, ganz langsam rein. Das war zu schnell. Jetzt, genau. Jetzt, Gas. Ich bin voll drauf. Gas. Aber er macht doch nichts. Normalerweise Rallye-Schelle, wenn er ein Auto quer kriegen will, dann fährt er auf eine Kurve zu.
zu schnell. Und dann fängt er an, das Auto gegen zu pendeln. Also erstmal der Pendler in die falsche Richtung. Du willst nach da, lässt das Heck nach da raushängen. Machst du entweder über die Bremse oder über Achslastverteilung, wenn du einfach vom Gas gehst, je nachdem, was für ein Motor ist und so weiter. Und dann fängt er an zu rutschen. Dann nutzt du den Gegenpendler und ziehst komplett quer aus der Kurve raus. Oder du kannst einfach in der Kurve Gas geben. So kannst du es auch auslösen. Habt ihr die Drifts gesehen? Leute, das war unglaublich. Matthias, sag selber. Das war unglaublich schlecht, Niki. Dieses Auto kann nicht driften. Also es waren ganz kleine Drifts waren dabei. Wenn wir das aneinander reihen, dann bringen wir schon einen großen Slide zusammen. Wir reihen aber nicht aneinander. Wir reihen nicht, aber wir wissen vom Gefühl her, was gegangen ist. Und jetzt holen wir deinen ID.Buzz. Yes. Und dann schauen wir, ob der sowas nur annähernd zusammenbringt. Es ist ein Heckantrieb, Niki. Ja. Wird der rein elektrische ID.Buzz einen nennenswerten Drift in den Schnee zaubern? Oder bremst die Elektronik auch den VW gnadenlos ein? Genug Power ist bei dem Elektrovan auf jeden Fall von Anfang an verfügbar. Na, ja, Matthias! Ha? Das war Driften in Vollendung. Ja, was? Nicht. Das war gut. Nein. Doch. Nein, das war nicht gut. Es war besser als wie gar nichts. Das stimmt. Komm, einsteigen jetzt. Los. Mann, sowas ist mir noch nie passiert. Jetzt kommt der Heckantrieb. Also ich hoffe, dass das nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Ach so, wir laufen ja schon. Kein Motor. Genau, wir laufen schon. Lass mich noch kurz angurten, bitte. ESP geht nicht aus, geht auch nicht in Sport. Wir gucken jetzt noch einmal im Menü, ob es da irgendwas gibt. Fahrzeug. Dauert aber auch wieder. Da haben wir einen. Geschwindigkeitswarnung, nein. Fahrlicht kann es nicht sein, Spiegel nicht, Komfortlicht nicht. Bremsen. Wegrollsicherung, jetzt deaktivieren, Auto holt. Innen kann es nicht sein. Gibt's hier nicht. Wir gehen trotzdem auf Sport, wir sind schon auf Sport. Mhm. Ich bin mehr gespannt. Ich auch. Siehst du, wie der driftet? Leck mich am Arsch. Mir ist schon ganz schlecht, oder? Jetzt probier es mal gescheit. Komm, und jetzt wirklich auch drauf. Ja. Komm, aber schau aufs Gas, komm und drauf. Er ist voll drauf, wirklich voll drauf. Also man kann das Fahrzeug theoretisch... Ey! Das ist auch, das ist genauso wie deiner. Was guck meiner? Mal, guck ist, mal, guck wenn mal. Ich jetzt was käme. Und jetzt über alle Gas. Viere. Ja? Ja, und jetzt Gas wieder. Also ich bin jetzt schon die ganze Zeit drauf, aber. Okay. Jetzt komm, lass mal da schön einen raus. Schön, jawohl. Und? Los. Komm. Rum. Und? Rum. Und? Und? Guck mal, wie schön der driftet. Ist wirklich krass. Im ID.Buzz, du fährst hier in diese Kurve rein und du gibst Vollgas. Und normalerweise, wenn das ESP ausgehen würde, würde das Heck ausbrechen. Genau. Aber du gibst wirklich Vollgas und es passiert nichts. Weil das Auto weiß, der Typ hat eingelenkt, der will da in die Kurve rein. Wenn der da rein will, dann dürfen wir jetzt kein Gas zulassen. Also geben wir kein Gas frei. Das wird sonst gefährlich hier. Genau. Und es ist wirklich, es ist gut geregelt, das muss man schon sagen. Ich will doch nur hier auf dem Platz, dass ich dir einmal zeigen kann, was der für coole Donuts drehen kann. Ja, genau. Also, jetzt Donuts mal aus. Und Feuer, Feuer. Feuer. Bist du denn auch wirklich drauf? Voll auf dem Gas. Wie Sie sehen, geht nichts. Guck mal. Ich muss leider sagen, dass das Auto hier ein bisschen weniger driftet als der Hyundai Staria. Vielen herzlichen Dank. Das will ich nämlich auch mal festgehalten haben. Dieser Punkt geht an mich. Und an den Staria vor allen Dingen. Also eher an den Staria, weil du hättest es wirklich besser machen können, Niki. Ganz kurz weg vom Driften, genau. Hin zum Thema Fahrsicherheit. Genau. Sind beide gleich fahrsicher. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das Fahrzeug ist zu 100% auf Sicherheit ausgelegt. Das ist es. Jawollo! 2:1! 2:1! Ich führe wieder! Super! Ja, ganz toll gemacht, Niki. Ganz, ganz toll.
Der Stari hat einen 75-Liter-Tank, verbraucht auf 100 Kilometer 8,9 Liter. Somit würde ich bei diesem Verbrauch genau um die 842 Kilometer kommen. Ja, wenn deine Mutter fährt. Aber nee, so fahre ich immer. Ja, bei mir beim Tanken, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Diesel nachfülle, was ist das mit drin, mit Bezahlen? 7 Minuten sowas, oder? Laden funktioniert beim ID.Buzz mit 170 Kilowattstunden. 5 bis 80% in einer halben Stunde. Verbrauch ID.Buzz. Okay. Liegt bei 21,7 bis 20,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Okay. Er hat 77 Kilowattstunden hat er als Speicher vorhanden. Netto nutzbar heißt? Ja, das ist ja nicht meine Aufgabe. Ich habe beim Spritverbrauch also, das ausgerechnet. Rein theoretische Reichweite bei, würde ich mal sagen, optimalen Bedingungen 402 bis 423 Kilometer. Jetzt kommt natürlich die Königsdisziplin, Niki, das Rennen. Schnelle Runde ist angesagt. Wir hauen einen raus. Elektro gegen Diesel. Was glaubst du? Ja, Logo gewinne ich mit meinem Diesel. Das kannst du vergessen. Ja, das glaubst doch nur du. Auf dem verschneiten Gripodrom gilt es, die schnellste Zeit zu setzen. Ja, auch Familienpapis und Mamis haben es mal eilig. Zur Orientierung. Die schnellsten Sportwagen brauchen dafür im Trockenen knapp unter einer Minute. Es wird ernst. Vermeintlich dröge Family Vans im Grip-typischen Performance-Test. Schnell, wild, unkonventionell. Welche Zeit brauchen Vans im Schnee für den Kurs? Niki, hatten wir schon mal eine schnelle Runde on Ice? Ja, das ja? ist die etwas andere. Aber meistens sind wir auf gepflegten Eis, also auf irgendwelche Eistracks. Ah, ja. Und jetzt sind wir hier im Mendig, wo wir normal wirklich auf knochentrockenen Asphalt fahren. Und jetzt hat eben ganz anders da. Aber wir haben ja tolle Geräte. Zwei Raumschiffe haben wir vor allem. Ja, genau. Elektro gegen Diesel ist immer noch das Thema. Ich würde sagen, die Zukunft legt los, Niki. Das ist auch schon meine Ansage, weil dann können wir ein bisschen über die Schulter schauen, weil die Zukunft, Raumschiff, du. Nix da, doch. Nein, Elektro, das ist die Zukunft. Und außerdem muss man ja von dem her jetzt wirklich, bei den Temperaturen kann es ja sein, dass die Batterie natürlich schnell abkackt. Nein, dass und du das einmal sagen würdest, Niki. Was? Dass du das einmal sagen würdest. Was Elektro, das ist die Zukunft. Ja, wenn es um das geht, dass ich nicht fahren muss, immer. Ich glaube, jetzt hat hier bei dem Untergrund die schnelle Runde geht an den Hyundai. Du kannst aufholen auf ein Unentschieden. Das ist das Einzige. Einsteigen. Aber ich sehe keine Chance, Matthias. Ich sehe keine Chance. Schnelle Runde startet genau jetzt. Es ist. Also sind ja. Wow. Ah, ja, geht, ja, geht. Schön die Strecke genutzt, wieder raus, wo es besser griffiger ist. Es geht auf die Landebahn. Auf die Gegengerade. Und? Komm. Voll am Pinsel. Voll am Pinsel, die wie immer. Die Traktionskontrolle blinkt sich ein runter. Komm, Baby. Jetzt können wir die Sekunden gut machen. Jetzt geht's. Die Gerade, das ist unser Ding. Da glaube ich, da komme ich nicht ran. Das ist wirklich in der Kurve. Du bist auf dem Pinsel. Du könntest längst wieder beschleunigen, aber das Auto macht es nicht. Oh, 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 oh. Ja, geht doch, geht doch, geht schon. Ja, ich bin schon lange wieder auf dem Gas. Und genau das ist das Problem. Du bist in der Kurve. Du könntest schon wieder Gas geben. Du gibst auch wieder Gas. Aber das Fahrzeug gibt das Gas nicht frei. Du musst die Elektronik zu deinem Freund machen. Und wir sind es halt normalerweise gewohnt, die Elektronik auszuschalten. Ganz genau. Und wir sind die Freunde. Wir sind die Chefs genau. Und sagen, so wird es gemacht. Komm! Jetzt zieh durch! Ja, bist du nicht schneller, oder was ich machst du? Ich bin die ganze Zeit voll auf dem Pinsel. Und die Zeit ist 1,42, 2, 3, 6. Das nenne ich mal wirklich Wahnsinn. Ganz ehrlich, warum grinst du so? Warum lachst du dir einen schief? Ich lach überhaupt nicht. Was ist los mit dir? Es ist, du warst super, Matthias. Du hast es toll gemacht. Du bist hervorragend gefahren. Die Umsetzung mit dem Fahrzeug war halt ein bisschen komisch. Also vom Fahrzeug her. Aber trotzdem haben wir natürlich eine Zeit in den Asphalt gebrannt, dass alles zu spät ist. Wo denn der Asphalt noch rausgeschaut haben, da haben wir noch frei gebrannt. Mit einer Zeit von sage und schreibe 1,42, 2, 3, 6. Ich bin sehr gespannt, was das Raumschiff 2 kann.
hereinspaziert. Ja. Matthias, du weißt ja von dem Raumangebot. Schaust dir noch mal genauer an. Ja. Niki? Ja? Ich werde Folgendes machen. Weil ich eh weiß, wie du fährst, ich leg mich hinten rein. Das sage ich ja. Mach's da bequem. Das Hauptmanko beim ID. Buzz war, wir bekommen die Leistung nicht am Boden hin. Es wird zu viel geregelt. Also ich glaube, ich brauche mich ehrlich gar nicht anstrengen, weil da ist der Starter mit Allrad natürlich und da wird nicht so viel geregelt. Der bringt die Kraft auch hin. Da geht was vorwärts. Das wird deklassieren, glaube ich. Wenn sich Niki da mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Wir sind jetzt auf der schnellen Runde. Jetzt sind wir auf der schnellen Runde. Alles klar. War schön langsam, Niki, ne? Das gibt es gar nicht. Was denn? Ja, weil der komplett auch hier mitregelt. Na ja, gut. Warum sollst du es besser haben als ich? Aber es fühlt sich nicht langsam an. Also es fühlt sich sehr, sehr schnell an. Aber er macht es jetzt nicht so viel besser, dass ich jetzt sagen würde, ja, genau, wir sind hier einfach um Welten besser. Das gibt es nicht. Ich komme einfach nicht auf die Geschwindigkeit. Da merkt man die Mehrleistung von einem ID. Buzz. Ich krieg einen Vogel hier. Du bist nicht so schnell wie ich, oder was? Nein. Niki, war nicht so wild. In der Rechtskurve fällt mein Bein immer runter von meiner Beinauflage. Das gibt es echt nicht. Ich komme auf der Geraden nicht auf die Geschwindigkeit, was der ID. Buzz gefahren hat. Yes, wir haben noch eine Chance! Wow! Aber bremsen tut er aber nicht. Bremsen tut er auch. Das wird knapp! Ich schaff es nicht! Komm on! Go, 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 go! Go, 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 go! Und go! Oh. Alter! Sag die Zeit! Kommen Sie zu mir. Dieses Auto ist so geil. Das ist unfassbar, wie man da drin liegt. Das ist unglaublich. Mhm. Sensationell. Du hast ja schon gesagt, wie er liegt. Er liegt super in den Kurven. Er ja, liegt super ich in den auch Händen. Super in den Kurven. Ja, du hast es angenehm gehabt da drin. Aber es ging ja nicht nur um das, weil ich habe es dreimal schon gefragt. Gibt es Zusatzpunkte für diesen tollen Natürlich Platz? Natürlich gibt es keine Zusatzpunkte, Niki. Also, ich habe es geschafft in 1:42.236. Okay. Was hast du gemacht? Ich hatte sage und schreibe eine 1:38.340. Ah! Und da war noch einiges an Sicherheit dahinter. Also, der ID. Buzz ist auf den Geraden schneller gewesen. Mm. In den Kurven allerdings hat der Staria geliefert. Ganz genau. Wirklich, aber es kommt nur auf die Elektronik drauf an. Genau, die Bremse riecht jetzt auch nicht so überlastet, wie es eben hier war. Ja. Und deswegen gibt es einen weiteren Punkt für mich. Ich würde sagen, ich habe 3 Punkte geholt und du? Einen. Einen. 3:1 gibt einen Sieger, das ist... Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Niki. Danke sehr. Das habt ihr zwei sehr, sehr gut gemacht. Genau. Sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ja, ich will auf jeden Fall. Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Ja, 3:1 Spaß hat's gemacht. Ja, es hat mega Spaß gemacht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hi. Danke, dass du unser Video angeguckt hast. Wir hätten gerne, richtig gerne, dass du unseren Kanal abonnierst, die Glocke natürlich aktivieren, lass ein Like da, kommentier irgendwas, was ich wieder falsch gemacht habe. Los, bitte los, viel Spaß. Und wenn du noch Bock hast, guck dir das Video von der letzten Woche an. Hier oben geht's zum Video.